Hallo und willkommen zurück zu Astroneer, genau. Ja, für uns gab es heute das Automatisations-Update. Genau, und wir sind auch schon ganz gespannt und Andi frimmelt uns jetzt den Schredder zusammen. Den extra großen. Genau, den extra großen Shredder. Nicht Meister Schröder, der ist jemand anders. Sagt sie wieder nur. Schrumpfunette, dann nimm's selbst vom Rucksack, wenn du es auswählst. Einfacher. Ja, wieder vergessen. Ah ja, wir haben zwischen den Folgen mal das Raumschiff rübergeholt und eingepackt mit dem Rover. Hm? Was? Ich hab noch was vergessen. Was brauchst du denn? Ich hol's dir. Kann es sein, dass ich den noch nie gelernt habe? Der, doch, der war doch ausgewählt. Dann ist der gelernt. Hier steht's doch, Edelstahl. Du brauchst zweimal Stahl und zweimal Wolfram Kabit. Achso, ja, wir haben unsere Chars angepasst. Ich hab Kohlenstoff. Also. Musst du Wolfram Kabit machen. Hier über die kann man das alles einstellen und hier kann man auch die Emotes einstellen. Kannst du das jetzt mal sein lassen? Danke. Kohlenstoff. Du brauchst Wolfram Kabit, ne? Ja. Und ich glaube, daran wird es jetzt scheitern. Weil wir dafür irgendein Zeug brauchten. Wolfram haben wir. Ja, brauchst aber Wolfram Kabit. Stahl hast du hergestellt gehabt? Da hab ich rangeholt. Stahl hast du geholt? Da hab ich dir da hier die grüne Palette eben. Du hast ihn hier nicht gestellt. Nee, das war Titan, kein Stahl. Für Stahl brauchen wir nämlich Argon, das haben wir auch nicht. Und Wolfram Kabit braucht Wolfram und Kohlenstoff. Das kannst du machen. Aber Stahl nicht. Titanlegierung Stahl, dafür brauchen wir Argon. Argon können wir hier nicht kriegen. Wie viel Kohlenstoff? Und wie viel Wolfram? Ja, 1:1 immer. Stickstoff, Schwefel, Helium, Wasserstoff, Argon. Angeblich geht's. Hä? Mach mal den Drucker runter. Ah, hier wollte ich Stahl machen. Das wollte ich machen. Okay, hier gibt's jetzt neue Rohstoffe. Ja, aber dir hilft es nicht, wenn du keinen Kabit hast. Kannst du noch mal eben in den Wolfram-Kabit gucken, was für ein Gras der braucht? Was meinst du denn jetzt? Stahl meinst du? Braucht Stahl ein Gas? Eisen und Kunststoff, da wird Argon. Der braucht Argon. Oder was? Hallo, was brauchst du denn jetzt? Ich könnte im Endeffekt jetzt herstellen. Warum auch immer. Welches Gas brauchst du? Braucht der ein Gas in der Mitte? Das oben ist eine Ressource und eine andere Ressource. In der Mitte ist ein Gas. Brauchst du Gas? Argon. Gut, dann muss ich jetzt Argon herstellen. Ohne den kannst du nichts machen. Argon geht hier auf Sila, warum auch immer. Nee, geht nicht. Ist aber als grün dargestellt, verstehe ich jetzt nicht. Wolfram, mach mal. Wolfram Kabit, was brauchst du dafür? Habe ich alle auf dem Rucksack. Kohlenstoff und Wolfram. Ja, aber es bringt halt nichts. Wir haben keinen Argon. Wir müssen erst auf einen anderen Planeten. Konzentration unzureichend, Wasserstoff. Konzentration unzureichend, Wasserstoff könnten wir machen. Lass ich mal Wasserstoff laufen. Damit wir das auch schon mal da haben. Also der große Drucker geht dann. Der große Schredder geht nicht, weil wir keinen Argon haben. Wo ist denn jetzt die Palette mit dem Spezialzeug? Keine Ahnung, wo sie hingestellt hast. Ich habe selber schon gesucht. Na, dann muss es hier oben bei dem reintun. Warte mal, kann man da tauschen? So und so. So. Aber wie gesagt, wir haben die nächste Ressource dafür nicht in unserem Besitz.
Bitte mal gucken, wo wird der hergestellt? In dem großen? Ja. Stahl und Wolframkarbid, genau. Wolframkarbid können wir noch nicht. Wolframkarbid habe ich gerade. Den Stahl können wir nicht, weil wir keinen Argon haben. So. Argon-Konzentration unzureichend, Methan unzureichend. Stickstoff, den haben wir. Schwefel unzureichend, Helium unzureichend. Ne, können wir nicht. Müssten wir auf einem anderen Planeten machen, aber wir haben ja schon einen dafür vorbereitet. Aber den großen, das große Raumschiff können wir machen. Das müsste funktionieren. Keramik und Titanlegierung, je zwei. Titanlegierung. Wie gut, dass ich vorhin Titan geholt habe. Titan und Titan, Graphen und Stickstoff. Stickstoff ist da. Dann brauchen wir noch zweimal Titan und zweimal. Was war das andere? Graphen, hast du eben gesagt. Graphit. Ja. Graphit. Und Titan, wo ist das hingekommen? Ich habe es extra vorhin. Da. Stickstoff haben wir dort. Und falsches Gerät. Titanlegierung. Zweimal. Warum arbeitet der nicht? Titan und Graphen. Was ist denn Graphit. Nee. Graphit ist kein Graphen. Warum auch immer. Graphen wird hergestellt aus Graphit und Hydrazin. Hydrazin ist doch wieder ein Gas. Nein, Hydrazin ist unser Treibstoff. Okay. Zweimal Graphen. Nee, das müssen wir. Müssen wir erst noch umwursteln. Hydrazin, oh Gott. Hydrazin braucht Wasserstoff, Ammonium und zweimal Ammonium. Und Wasserstoff. Kannst du den Chemielabor wieder da auf, den Wasserstoffspender da aufstellen? Ja, genau, können wir hier anstatt des Bio-Dings das, genau. Und Wasserstoff produzieren. Eingestellt ist er schon, hat er bloß keinen Strom. Er macht nichts, nein. Da läuft doch. Ich sehe keine Flasche, die sich vorne bildet. Ich kann jetzt bloß noch auf Abbrechen drücken. Jetzt bildet sich eine Flasche, okay. Wie viel brauchst du? Ein. Ja. Heißt, wenn die voll ist, die... Nee. Das ist nur eine Einheit. Das funktioniert nicht. Die musst du voll werden lassen. So, einmal... Ach so. Einmal Hydrazin ist durch. Wir können es ja mal ausprobieren, ob der damit funktioniert. Brechen wir mal ab. Mal gucken. Würde Zeit sparen, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, wie viel der braucht. Ne. Funktioniert nicht. Moment, Flasche wieder zurück. Hier hast du schon mal einmal Hydra... Ach ne, da muss ich ja erst noch wieder weiter vermachen. Boah, was ein Quark. Aber dann haben wir ein großes Raumgerät. Ja, da müsste man einfach auf so einen Planeten fliegen, wo es Argon gibt. Müsste man so ein Ding hier mitnehmen, oder? Ja, deswegen haben wir ja einen fertig gemacht in der Verpackung hinten am Regal. Ach so. Okay. Ja, sagte ich dir vorhin. So, fertig. Stoppen, sonst produziert er unendlich weiter. Ablegen. Danke.
Dann mache ich jetzt nochmal Hydrazin. Ich habe da zweimal Ammonium. Zweimal Ammonium. Und Wasserstoff. Ist doch Wasserstoff, oder nicht? Ja, eigentlich ist das Wasser. Der hat noch Wasserstoff da oben drauf liegen. Ist das ein Hirni? Hä? Verstehe ich jetzt aber auch nicht. Nee, das ist mein Wasserstoff. Das hat er sich genommen, hä? Verstehe gerade gar nichts mehr. Leg mal hin. Graphen. Nein. Ja, das kann ich schon mal produzieren. So. Na. Ammonium, Kunststoff, Gummi. Was? Hydrazin. Jetzt. Und dann brauchen wir Graphen. Als nächstes. So, Hydrazin, das ist nämlich auch ein Treibstoff. Silikon, da ist wieder runtergefallen, hast du gesehen? Mhm. Kunststoff. Graphen. Aber wenn er nicht mehr braucht. Ja, dafür haben wir hier hinten das Regal. Okay, also braucht man die gar nicht voll laufen lassen. So, Graphen. Was brauchst du jetzt noch für das große Raumschiff? Titanlegierung oder was war das? Man muss in jeder Knüppel da. Keramik und Titanlegierung. Titanlegierung brauchst du. Zweimal. Titanlegierung. Titan liegt hier. Titanlegierung brauchst du. Du brauchst kein Titan. Du brauchst Titanlegierung. Die muss ich erst herstellen. Titan. Was sind die? Dann kannst du dir schon mal das Keramik holen. Titanlegierung ist gleich fertig. Eine Titanlegierung. Die zweite Titanlegierung. Ja, die machen das jetzt unendlich weiter. Ein bisschen ätzend. Stickstoff weglegen. Hier ist die Titanlegierung. Ein großes Schon. Sehr gut. Wolfram Kabit haben wir hier auch schon zu liegen. Ja, habe ich dahin gelegt. So hinstellen, dass man so sieht. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, was das an Plätzen hat. Weil damit ein bisschen besser fliegen können. So, jetzt das Raumschiffchen fertig. Andi, pack das mal auf die Landeplattform und dann sehen wir mal, was wir damit alles treiben können. Landeplattform? Ja, das ist da vorne der Kreis. Da kommen wir doch immer wieder runter. Okay, kugeln ist erstmal rum. Das Ding ist doch nicht gerade leicht. Ach, stellst dich aber auch an. Guck mal, es geht dann auch direkt auf ein richtiges. Holy moly, moly, moly. Okay, doppelt so viel Platz für Lager. Und ja, da geht der Sauerstoffmacher bzw. der Sitz rein. Perfekt. Wollen wir direkt mal einen Sitz da reinkloppen, wa? Müsste noch einer rumliegen. Ich glaube, die haben wir alle verpackt. Also vom Rover würde ich den jetzt ungern runter, obwohl. Nee, den nehmen wir doch wieder mit, denn. Hier ist noch ein Rover-Sitz. Ja, genau.
Und eine Düse. Und zwei Lager. Bräuchten wir auch. Und das dicke Päckchen mit dem... Den hier. Mit dem Sauerstoffkondensator. Das ist leider ein Vier-Nupsi. Das ist der Doofe da dran. Oh, ich habe eine Idee. Kannst du Lager bauen? Bitte? Ich habe Lager, eingepackte. Hatte ich. Aber ich habe die noch nicht gemacht. Warte mal, ich habe erstmal eine andere Idee. Bisschen verrückt, aber vielleicht klappt's. Den so einpacken, wie er da steht? Nee. Das funktioniert ja nicht. Geht. Oh, die Moly. Weißt du, was ich meine? Oh, das sind zwei Nupsi. Pass mal auf. Was kriegen wir denn damit alles weg? Shit. Ja, das Solarmodul kannst du wieder auf den Rover stopfen. Genauso wie das Windmodul. Oh, was du mit dem Teil alles wegkarren kannst. Wollten wir nicht da noch was frickeln für den Rover? Wir brauchen erst noch so ein Dreiecksding hier aus Keramik. Weil, wow. Wow. Wow, wow, wow. Was du mit dem Ding weg... Okay, es passt zwar nicht wirklich in die Hülle, aber ist mir egal. Okay, den Sitz erstmal. Der ist jetzt auch eine Festinstallation. Wenn man so viel Platz hat... Eins brauchst du, ja. Ein so ein Dreiecksteil. So, Sitz. Wie Nupsis hatten das Ding da? Kann man leider nicht sehen, weil da was vordefiniert ist, oder? Hat nur zwei Nupsis. Okay. Kommt da der Sitz rein? Oh, was du da in einem Platz hast. Aber wollten wir nicht für den Rover noch ein Dingens machen? Was ein Dingens? Anhänger? Noch ein Rover auf gut Deutsch, ja. Ja. Könnten wir zwei Rover mitnehmen. Ich verballer mal einen Verpacker. Zweimal Gummi, zweimal einmal Aluminium-Legierung. Ja, dann im Chemielabor. Haben wir nicht noch Alu? Aluminium-Legierung ist kein Alu. Und Gummi haben wir auch nie, wa? Und Gummi wird auch dargestellt. Ach, ja gut, das ist ein normales Düsenpaket, was da drunter kommt. Wir müssen aber vorher noch Düsen herstellen. Fliegt nicht mit einer Düse los. Organische Ressource und Harz. Organics haben wir nicht. Organics haben wir, hinten im Loch. Okay, geh mal buddeln. So, du wolltest doch mal immer ausprobieren, ob man so ein Fahrzeug direkt voll bepackt einpacken kann. Jetzt hast du deine Chance. Na mach. Nee, du hast deine Chance, bitteschön. Und dann mache ich das. Geht, aber er schmeißt alles ab. Schade, ein Rover ist wohl ein Vier-Nupsi. Ja. Ah, Mist. Der geht doch gar nicht da rein. Doch, geht er. Ist ein Vier-Nupsi. Man könnte höchstens einen Rover mitnehmen. Und dann halt, ich meine, würde sich immer noch lohnen, ne? Der Rover-Kater hat viel mehr mit. Jetzt die Frage, nehmen wir einen Rover mit oder nehmen wir lieber verpackte Traktoren mit? Eine ganze verpackte Traktorenanlage. Zwei Stück, das wären zwei, vier. Das wäre gerade mal eine Palette. Eine von denen hier. Wäre das. Unsere beiden Traktoren. Das sind ja der Traktor und zwei, drei Anhänger. Und der Rover frisst direkt ein Vier-Nupsi-Teil. Siehst du das? Naja, da dann nehmen wir die Trecker. Denke ich auch, ne? Dann packe ich den Rover wieder aus. Das lohnt ja nicht. So schön es ist.
Allerdings haben wir eine Sache nicht getestet. Wir haben noch nicht gecheckt, was mit der Unterkunft ist. Wegen dem Respawn-Punkt. Hä? Der hatte doch mal einen Ventilator. Okay, wir haben den Ventilator verloren. Dann müssen wir Trekkers bauen. Das Dreieck hast du fertig? Ja, super. Ja. Dann baue ich das direkt schon mal ein. Bietet das mehr Platz? Also mehr Ordnung? Ne, ist Gopsi gesprungen. So. Boah, was du da reinkriegst, ist ja der wahre super Wahnsinn. Ist ja echt der Hammer. Also, das sind 2, das sind 4, das sind 6, das sind 8 Stück, Andi. Wir kriegen ohne Mist 8 Paletten voll wieder mit nach Hause. Okay. Das ist viel. Ja, und dann hat er verpackt, was wir auf dem Rucksack mitnehmen. Richtig. Und da passt so viel wie auf einer Palette. Das sind gut und gerne 10 Paletten. Was baust du gerade? Dann bräuchte ihr alle gar nicht mehr bauen. Zweiten Rover. Ja, kannst du erstmal hier hinhängen. Wir brauchen aber dann die Traktoren, ne? Was soll ich neue Träger bauen? Ja, genau. Die kosten 2x Alu plus Anhänger. Aluminium. Warte, ich bringe dir direkt eine ganze Palette. Welcher Drucker wird's gemacht? Das ist der Schmelzofen. Der wird hier gemacht. Dann nehme ich mal eben den hier runter. Leg dir die Palette drauf und dann kannst du die direkt bauen. Warte mal, ich pack mal. Das ist eine leere Palette, perfekt. Ja, lass die mal da stehen. Gummi. Die Allerlegierung. So. Genau. Dann kannst du direkt 2 Trecker, 6 Anhänger. Ist das schon ausgewählt? Das ist der kleine hier. Der hier. Da, ja, den halt nicht gesehen. Der ausgefahren ist. 2 Trecker, 3 Anhänger, oder? Ja, ne? Mhm. Denk auch. Dann brauchen wir mindestens 2 Akkus. Obwohl, die können wir ja von unserem Traktor nehmen. Zack, zack. Bio-Stuff wird es wohl überall geben. Warum entlädt der sich denn? Ist aber komisch. 2 Trecker. Dann halt 6 Anhänger, ne? Ein Aluminium und 2 Gemisch. Oh, Trecker. Sehr gut. Das. Dann brauchen wir eine Plattform, sonst funktioniert der Kondensator nicht. Ich glaube, da packe ich einfach eine von uns ein, oder? Hier so eine. Können wir uns lieber hier eine neue große bauen und die kleinste packe ich ein. Was hältst du davon? Mhm. Mach das. Ja, ne? Ja. Dann können wir uns hier nämlich eine neue frömmeln. So. Ach Mist. Schon wieder so eine Multinupsi. Bitte. Kommen die immer so groß da raus? Ja, ich glaube schon. Und Aluminium. Das nehme ich auf Tisch. Aluminium ist auf der Palette schon angeschlossen. Die ist doch leer. Schon leer? Oh. Ja. Okay. Warum nehme ich mir jetzt hier was auf Tasche? Die 2 kommen dahin und die 4 dahin. Alles klar, passt.
So. Was brauchen wir noch? Sonst nichts, ne? Nö. Wir hatten vor, Stahl zu machen, ne? Mhm. Argon brauchen wir. Stahl, genau, Argon. Wir müssen also einen Planeten mit Argon auswählen. Ach genau, Hydrazindüse müssen wir noch machen, eine Feststoffdüse. Uiuiuiui. Groß einpacken. Ja, stell mal vor, du willst umziehen. Oh Gott. Mhm. Ja gut, wenn du mehrere Raumschiffe baust, geht das, ne? Trecker. Trecker. Enger. Traktor, Traktor. Okay. Enger. Dritter Hänger liegt hier. Enger. Mhm. Jetzt kommen die nächsten drei. Vier, ne? Achso, du hast ja, ja, drei, hast du ja noch einen da liegen. Ich habe die direkt reihenmäßig verpackt. Zwei, dann fehlen nur noch zwei, ne? Mit dem, den du druckst, nur noch einer. Jetzt kommt noch einer. Ah, vielleicht kann man das sogar etwas besser aufteilen. Genau, so. Hänger, Hänger, Hänger. Ich bring dir die nächsten geht gleich. Pack bloß das Gemisch wieder weg. Ich habe direkt die Paletten so gepackt. Das ist direkt für jeden eine Palette. Da hat er dann alles drauf. Traktoren, Erweiterungen und so weiter. Oben der mit der Batterie und dem Generator ist deine Palette. Da musst du noch den Hänger beipacken. Müsst noch einen haben, ne? Ja, ich musste bloß mal die Kamera drehen. Hier ist dein Generator. Und deine Batterie. So. Ja, jetzt sind die gepackt. Weiß nicht, jeder hat eine Palette. Da ist direkt alles drauf. Und die Paletten sind auch die, die wir direkt in der Karre hier verladen können. Damit ist Maximum. Mhm. Wir können jeder dann die Palette nehmen und dann sind die Karren voll ausgedeichelt. Okay, haben wir jetzt wirklich alles? Ach ja, nee, wir brauchen... Verpacker müssen wir noch einstecken und wir brauchen noch Schubdüsen. Ja. Feststoffschubdüse. Da brauche ich noch Aluminium für. Wie viel Verpacker brauchen wir? So, Feststoffschubdüsen. Olli? Keine Ahnung, jeder vier? Wie viele sind noch da? Nehmen wir mit, was geht. Also ich habe jetzt vier. Wenn du noch vier nimmst, ist noch eine ganze Palette da. Mit acht. Okay, dann lass doch Tasche voll machen. Du weißt doch, was die an Experience hier geben. Weißt du, was ich meine? Hey, nee, das Eisen kann da bleiben. Jetzt habe ich schon wieder Eisen auf Tasche. Ja, vier Stück habe ich jetzt. Sollte genügen, wa? Ich habe jetzt acht. Okay. Bisschen viel dann. Aber egal. Können wir hier wieder neu herstellen. So, die Feststoffschubdüsen sind auch fertig. Okay, dann bin ich jetzt beladen. Ja. So, hier 6, 7, 8 Verpacker. Schubdüse. Schubdüse. Damit wir auch ganz sicher wieder zurückkommen. Jetzt das halbe Raumschiff natürlich noch frei. Aber das ist ja für den Rückweg, muss es ja auch gefüllt werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das viele Verpacker sind. Naja, wir werden sehen. So, welches Ressource braucht man jetzt? Argon, ne? Ja. Na, dann wollen wir mal los. Du fliegst. Immer ich. Ja. Denk dran, wir müssen Planeten mit Argon auswählen und... Ey. Bin ich wieder raus.
Finde ich wieder den Penöpel nicht. Du fliegst. Aber warte noch einen Augenblick. Nee, du bist doch am Steuer. Ich bin doch nochmal aussichtigen aus Versehen. Achso. Aber den Start machen wir dann in der nächsten Folge. Ist schon lang genug. Danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.